Moin Moin und herzlich willkommen zum nächsten Video von Spyro the Dragon. Als erstes möchte ich einmal was zeigen, was ich auf der Suche nach dem nächsten Level entdeckt habe und deswegen nicht mit aufgenommen habe. Aber wenn man hier lang geht und stellt sich hier oben hin, habe ich mich umgeguckt und plötzlich kam dieser komische Effekt. Ja, man kann hier durch diese Wand hindurchgehen. Und wenn man das hier berührt, bekommt man einen Fähigkeitspunkt. Ich weiß nicht, ob das früher in dem alten Spiel auch schon drin war, aber auf jeden Fall funktioniert das hier. Eisflug haben wir aber schon fertig. Wir wollen uns jetzt erstmal um das nächste Level kümmern. Und das nächste Level wäre, so wie ich das sehe, und nicht nur das nächste, sondern glaube ich auch das letzte, Jokwe. Und dann haben wir hier den Piloten. Ich kann ja einmal kurz reingucken. Es sind tatsächlich dann alle Level gewesen. Gehe ich mal von aus. Also, rein da. Ja, das mit diesem Fähigkeitspunkt, das war jetzt tatsächlich nur Zufall, dass ich das nochmal so nebenbei entdeckt habe. Weil ich eigentlich nur geguckt habe, wie viele Level haben wir noch, wo sind noch überall Level. Und dann stand ich auf dieser einen Plattform, habe die Kamera gedreht und in dem Moment wusste ich nicht, was passiert. Ich konnte einfach durch die Wand gucken. Einfach reingegangen, hat funktioniert. Hat funktioniert. Der eine oder andere weiß ja auch, ich mache hier jetzt nicht zwangsläufig alles auf 100%. Tatsächlich. Aber ich werde gucken, dass ich so viel wie möglich auf 100% von dem eigentlichen Spiel bekomme. Die Fähigkeitspunkte. Einige davon macht man einfach zwischendurch beim Spielen. Andere kommen später irgendwann, kann man da nochmal drauf spielen. Aber ob ich die jetzt nochmal alle erläutere, weiß ich noch nicht. Ob es da nochmal irgendwie ein extra Video oder sowas zu gibt. Das alles? Reicht aber. Weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt den richtigen Weg genommen habe. Ah, okay. Okay, doofe Kiste. Kann man da noch drauf springen? Ja. Hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Ich weiß auch nicht, warum da zwei sind. Ist da noch einer irgendwie für Gegner zuständig? Ich weiß das nicht. Yay, nochmal runterfallen. Das macht immer am meisten Spaß am ganzen Spiel. Also es ist einfach wundervoll. Einfach wundervoll, muss ich sagen. Oh, und es sind alle Gegner wieder da. Das macht das Ganze natürlich nochmal wieder eine kleine Stufe spaßiger. Ah, ich habe hier eh noch Edelsteine vergessen. Okay, da ist das nicht so schlimm. So, aber erstmal muss ich es jetzt schaffen, hier zurückzukommen. Ah, jetzt geht es. Eben hat es nicht funktioniert. Und wir haben einen Schlüssel.
Aber wir sind ja trotzdem noch nicht fertig, oder was? Oh Gott! Nimm Abgründe weg! Bitte! Kann dir nicht mehr sehen! Einfach Wände! Wände! Nicht Abgrund! Not really. Okay, dich brauche ich gleich noch, mein Freund. Aber erstmal brauche ich die Kiste mit dem Schlüssel. Sehr schön, haben wir das auch erledigt. Hier geht es nochmal rein. Da kann ich jetzt einmal kurz nochmal gucken, was es hier Schönes gibt. Nämlich einen Drachen. Revilo. Noch ein Tipp vor diesem Kampf? Ein Tipp? Ein weiser Drache sagte mal, strebe nach hohen Zielen, aber gib auf fliegende Kisten Acht. Hä? Okay, das ist also unser Jacquet, oder wie er heißt. Okay, das machen wir gleich, das machen wir gleich. Erstmal gucke ich nochmal, dass ich da nochmal hochkomme, wo ich den einen Narren für bekämpfen muss hier. Und zwar wäre das dieser. Ich dachte, der steht nie wieder auf. Dauerschläfer geworden. Ah, das war gut, dass wir jetzt nochmal hier hingekommen sind. Oh. Oh, hier gibt es ja noch so einiges zu erledigen. Nehmen wir den Drachen erstmal mit. Hier haben wir Unika. Unika die Punika. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Mach's gut. Noch ein extra Leben. Immer gern gesehen. Zack, 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 zack. Und dann du. Ob ich das schaffe? Das sieht weit aus. Schafft man gerade ebenso. Alles erledigt. Na, nee, das war jetzt nicht so geil. Rennt ihr mir einfach in den Weg. So, und jetzt wollen wir uns Jack oder Jacques oder Jacqui oder keine Ahnung, wie man den ausspricht. Den wollen wir uns holen. Das ist jetzt unser nächster Erfolg. Komm her, mein Freund, ha? Du kannst auch deine Geschenke werfen, wie du lustig bist.
Nein! Musste er mich ausgerechnet im Flug erwischen? Ausgerechnet im Flug! Warum? Und wir fangen von vorne an. Einfach schnell sein, dann hat er gar keine Chance. Zack, Fähigkeitspunkt erhalten. So, und jetzt sag mir bitte, dass ich jetzt alle Edelsteine habe. Wundervoll. 100% des Levels abgeschlossen. Es geht wieder zurück in die Hubworld. Und ich glaube, wir können jetzt den Heißluftballon nehmen. Das war's schon wieder. Okay, wie viele waren das jetzt? 5? 4? Ich habe jetzt auch alles am Stück durchgespielt, also mit meinen Aufnahmen. Also nicht wundern, warum ich die ganze Zeit denselben Pullover trage. Ich habe das Ganze jetzt innerhalb von einer Stunde oder zwei jetzt hier aufgenommen. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Aber das heißt, wir nehmen jetzt im nächsten Part den Heißluftballon und verschwinden von hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und tschüss.